In Teil 17 sprechen wir über das lokale Koordinatensystem von Decken und Wänden in Revit. Wir schauen uns beide Versionen an, also einmal Revit-Version 2022, was wir hier sehen, wo noch das analytische Modell mit dem physikalischen Modell automatisch erstellt wurde. Und im Anschluss schauen wir uns auch Revit Version 2023 an, wo dann diese beiden Systeme, das analytische und das physikalische System, getrennt sind. Zunächst Revit Version 2022. Wir haben hier einen Grundriss. Wir erzeugen eine Wand und ich bewege mich hier von Achse 0 zu Achse 1 und wir sehen unten in der Vorschau das Berechnungsmodell. Dort sehen wir den roten Strich, der zeigt nach oben, das ist die X-Achse. Und erkennbar ist eventuell auch der grüne Strich, das ist die Y-Achse. Aber auf jeden Fall wichtig ist, wir sehen den blauen Strich, das ist die Z-Achse und die zeigt nach links. Bewege ich mich jetzt weiter, ich erstelle die Wand jetzt sozusagen im Grundriss horizontal, dann sehen wir auch hier wieder die Z-Achse ist in Bewegungsrichtung oder von der Bewegungsrichtung links angeordnet. Jetzt gehe ich hier runter und auch da bleibt es dabei, immer in Bewegungsrichtung links davon, da zeigt die Z-Achse hin. Schließe ich das hier auch noch, dann können wir das erkennen. Wir haben also immer links von der Bewegungsrichtung die Z-Achse. Wenn wir das ändern wollen, dann können wir eine Wand im Grundriss anklicken, beispielsweise diese hier, und dann sind dort diese Pfeile. Wenn ich auf die Pfeile draufklicke, dann springen die auf die andere Seite und genauso ist jetzt die Z-Achse in die andere Richtung gesprungen. Die X-Achse bleibt immer nach oben. Wir können es hier auch nochmal machen bei dieser Wand. Im Moment zeigt die Z-Achse nach außen, entsprechend diesen Pfeilen. Ich ändere die Ausrichtung der Wand und die Z-Achse zeigt nach innen in dem Fall. Wie ist es bei Decken? Wir erzeugen eine Decke, eine Deckenplatte hier drüber und anhand dieser Spannrichtung entscheidet sich, in welche Richtung die lokale X-Achse der Decke zeigt. Ich bestätige das und wir sehen hier das Symbol zeigt X-Achse der Decke hier nach rechts. Wir können das ändern, indem wir die Decke wieder selektieren. Begrenzung bearbeiten sagen, hier die Spannrichtung ändern. Jetzt ändere ich auf diese Richtung, bestätige das und wir sehen, dass jetzt hier die lokale X-Achse der Decke sich entsprechend geändert hat. Das ist die Vorgehensweise bis Revit 2022. Schauen wir uns jetzt Revit 2023 an. Hier ist kein Berechnungsmodell vorhanden. Wir haben nur das physikalische Modell und lassen uns das analytische Modell mit dem Sophistic AMG erzeugen. Seit der Sophistic Version 2023-3 gibt es hier eine neue Option. Wir haben die Standardkonfiguration und finden dort oben die Geometrie analytischer Elemente und hier als zweiten Punkt das lokale Koordinatensystem der Wände. Standardmäßig ist es eingestellt auf einheitlich nach dem globalen Koordinatensystem und die zweite Variante nennt sich individuell nach der Wandausrichtung. Nutzen wir erstmal die Standardeinstellung einheitlich nach dem globalen Koordinatensystem. Das brauche ich also nicht abzuspeichern. Das ist die Standardeinstellung. Die wollen wir nutzen.
Ich öffne die 3D-Architekturansicht dazu und klinke die hier ein. Dann können wir alles auf einmal sehen. Hier der Grundriss, dort das physikalische Modell und das Berechnungsmodell ist noch leer. Rufen wir uns noch mal kurz in Erinnerung, wie hier die Z-Achsen verlaufen. Wir hatten ja gesagt, in Erstellung der Wandrichtung links davon ist die Z-Achse normalerweise angeordnet, hier auch, und dann an diesen beiden Wänden hatten wir das umgestellt. Ich will es noch mal rückgängig machen. So, also jetzt haben wir links jeweils die Z-Achse laufen. Das war ja das Ergebnis, wie wir die Wände ganz normal erstellt haben. Also immer in diesem Fall links in Richtung der Wanderstellung. Jetzt aktiviere ich dieses Fenster 3D-Architektur und starte den Sophistic Analytical Model Generator. Schritt 1 vorbereiten. Das habe ich ja in anderen Videos ausführlich erklärt. Konfiguration ist Standard. Und dann Schritt 2 erzeugen. Auch Konfiguration Standard ausführen. Damit erscheint jetzt hier unten das Berechnungsmodell. Falls Sie die Koordinatensysteme jetzt hier noch nicht sehen, kann das sein, dass Sie entweder hier die Visualisierung an diesem Fenster eingeschaltet haben. Ja, dann wird es nicht zu sehen sein. Und oder über VV bei Berechnungsmodell müssen Sie hier unter analytische Membranen das lokale Koordinatensystem aktivieren. Wir sehen jetzt auf jeden Fall, dass die Achsen, dass das Koordinatensystem, das lokale Koordinatensystem sich nach dem globalen Koordinatensystem richtet. Und wir sehen nämlich, es ist immer hier, wenn man von der Seite auf die Wand schaut, immer nach rechts ausgerichtet. Ja. Obwohl wir ja ursprünglich hier die eingestellt haben, dass die Z-Achse an diesen beiden Wänden nach links geht. Also es wurde jetzt quasi, ja, es wurden die Koordinatensysteme global ausgerichtet und das ist sicherlich eine gute Gelegenheit, eine schöne Möglichkeit für den Statiker, denn bei einem umfangreichen Projekt weiß man nicht oder kann man kaum überblicken, wie die Wände erzeugt wurden, in welche Richtung. Und so hat man alle Koordinatensysteme dann ordentlich sauber ausgerichtet. Aber es gibt natürlich die zweite Möglichkeit hier oben. Und zwar rufe ich jetzt nochmal die Standardkonfiguration auf und ändere nun diese Option von einheitlich auf individuell nach Wandausrichtung. Bestätige das und muss jetzt, weil ich die Konfiguration geändert habe, hier einen neuen Namen geben. Das soll Standard editiert heißen. Gehe jetzt wieder auf den AMG. Und wähle die Konfiguration, die neue Konfiguration aus Standard editiert. Einmal bei Vorbereiten und dann hier bei Erzeugen. Jetzt mache ich das ebenfalls. Ja, und Sie sehen schon, jetzt haben wir also wieder die Einstellung der Koordinaten so, wie sie ursprünglich waren. Und jetzt habe ich aber hier natürlich die Möglichkeit, wieder die Änderungen vorzunehmen, wenn ich das möchte. Also ich wähle die Wand aus, sage, ich möchte die Z-Achse nach innen haben, klicke also hier drauf. Nun sind wir aber in Revit-Version 2023 und es gibt keine automatische Verknüpfung, deswegen passiert hier noch nichts. Ich kann es für diese Wand auch mal noch machen. Jetzt habe ich also wieder die Z-Achse nach innen gesetzt. Und damit sich jetzt auch das Berechnungsmodell ändert, brauche ich den AMG. Wir brauchen hier jetzt nur den Schritt 2, erzeugen, Standard
Editiert ist eingestellt. Ich sage ausführen und wir sehen, jetzt hat er die Koordinaten angepasst. Die Koordinatensysteme angepasst. Also, das ist die neue Funktion im AMG hier oben zu finden, lokales Koordinatensystem der Wände. Ganz wichtig, dass man das versteht. Habe ich auch nicht sofort verstanden, aber dafür gibt es ja jetzt das Video. Ja, zur Decke, da ist es genauso, wie es ursprünglich auch der Fall war. Also wenn wir hier die Decke selektieren, wir sehen, wenn ich auf den Bearbeitungsmodus gehe, die Spannrichtung und wir sehen auch hier die Spannrichtung entsprechend. Und wenn ich die Spannrichtung nun ändere in die andere Richtung und das bestätige, dann hat sich hier natürlich noch nichts getan. Jetzt brauche ich wieder den AMG und gehe also wieder hier auf den Schritt erzeugen, sage ausführen und Sie sehen, jetzt hat sich auch die lokale X-Achse der Decke dahin geändert, wie ich das gerne hätte. Ja, also das ist der Blick in die lokalen Koordinatensysteme der Wände und Decken mit Revit und Sophistic. Ich hoffe, Sie konnten mir soweit folgen und es hilft Ihnen bei der täglichen Arbeit weiter. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video dann wiederhören. Auf Wiedersehen.